Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Und Moment. So, ich habe gerade. Warte, nee. Ich muss gerade ein bisschen an mein Mikro rumfummeln. So, wie ihr seht, ist Tarsus in meiner Hand. Bisschen dezimierte Donnereinheit und die sind nur noch ganz knapp dabei. Ich habe vergessen, das aufzunehmen, was ziemlich doof ist, weil ich habe es dann nochmal probiert und ich habe es geschafft. Eine andere Strategie habe ich dann gemacht. Und zwar, ich habe gleich bei den Toren habe ich die aufgehalten, damit die Kavallerie nicht reinkommt und so weiter. Also, aber es war sehr knapp, also richtig, richtig knapp. Also dementsprechend an sich wäre es in Ordnung gewesen, finde ich, dass Tarsus dann fällt. Aber ohne Donner, ja, also ohne die dritte Armee, wäre es nochmal richtig heftig geworden. Ist ja momentan eh ziemlich krass. Genau. Auf jeden Fall. Let's go. Also, ich glaube, letztes Mal habe ich überlegt mit der Armee, welche. Erst kam das Beben. Nach Jerusalem runterzugehen und dann Richtung Petra. Also, die wird gleich gefallen sein. Das Problem ist, dass Palmyra dann fällt. Aber ich kann auch nicht mehr lange hier einfach so rumhocken, ne? Also, weil momentan bin ich in so einer Position. Ich warte einfach nur. Das ist halt, oder ist das? Ja, das ist mein General. Das ist halt gerade sehr, sehr knifflig. Einfach nur abwarten zu müssen. Ja, die Frage ist, wo ich hin kann. Die Frage ist wirklich, wo ich hin kann. Weil, das hatten wir ja schon. Alter, wie das aussieht, ne? Das hatten wir ja schon am Anfang, dass die Seleukiden an sich am Anfang relativ einfach sind, weil viel Geld, viele Klientelkönigtüme oder Satrapien, weiß nicht mehr, was die Seleukiden haben, ich glaube Klientelkönigtüme, aber im Laufe der... Cool, ich habe noch ein paar Freunde. Im Laufe der Gefechte oder der Kampagne gehen eigentlich alle Klientel-Königtüber in Krieg über zu mir. Und die Position von mir ist auch nicht, oder von Seleukiden, sind auch nicht so rosig. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir das noch schaffen, vor allen Dingen, weil eben die Tier-Challenge ist halt richtig, richtig krass. Also wenn ich habt ihr ja hier gesehen, bei der 501. hatte ich ja noch am Anfang irgendwie 3 Phalanxen dabei oder Pikeniere, und damit konnte ich eigentlich zusammen mit den Tieren alles machen. Aber ja, jetzt ist es halt nicht mehr so. Jetzt habe ich da keine Einheit mehr, keine Infanterieeinheiten mehr, und das ist sehr, sehr schlecht. Okay, ich muss jetzt schauen, dass ich eine Armee wieder aufbaue. Also die da ist eine Full-Stack-Armee. Mit der kann ich ja, also ich habe gerade auch während der Unmod, sage ich mal, überlegt, hier anzugreifen.
Oder halt gleich hier, weil das wurde ja geändert, dass die sofort an Land sind, wenn sie über den Seenweg kommen. Deswegen kann ich auch straight da angreifen und muss nicht über Land kommen. Oder ich gehe nach da oder ich versuche hier wieder meine alte Was ist strategisch am klügsten? Also, das Problem ist, wenn ich jetzt hier Mesopotamia wieder versuche anzugreifen oder halt meinen Schnipsel hier anzugreifen, ja, dann habe ich mehr Masse, die angegriffen werden kann, aber das habe ich an sich immer oder ständig. Die andere Idee ist, dass ich hier runter Nabatea vernichte. Und damit habe ich einen Feind weniger. Wenn ich Galatien, also Galatien hat auch nicht sehr viel. Patava hat auch nicht sehr viel. Die haben auch nur drei. Ich muss schauen, dass ich irgendwie die vernichte. Alter. Ägypten ist ja auch richtig krass groß, ne? Okay, Ägypten hat Ägypten. Libyen. Und halb Afrika. Okay, also das ist auch selten, dass Ägypten so lang durchhält. Okay, ich glaube, ich habe mich entschieden, dass ich mich immer noch nicht entschieden habe. Okay, ich glaube, ich... Wer ist das eigentlich? Ja, das ist keine Gefahr. Ich muss auf jeden Fall hier die Armee wieder aufrichten. Ich habe 2000. Elefanten sind extrem teuer. Aber halten halt auch sehr viel aus. Hier habe ich Meder, Kavallerie, Leichte und Azad, Ritter. Warte, der hat 239 pro Jahr oder pro Monat oder pro Runde halt. Die nur 188. 200, 200. Meda hat 125. Aber eigentlich, ja, ich muss einen Elefanten holen. Damit ich da auf jeden Fall auch ein paar Einheiten noch hab, die viel aushalten. Okay, 5 Runden. Das ist immer noch ein Brennpunkt. Die Frage ist auch, ich kann von, also hier kann ich nicht weg. Wegen einmal Athen und einmal Galatien. Und Pontos ist auch dabei. Ich schau mal kurz. Ist schon die Hälfte von der Folge um und ich habe noch nichts gemacht. Okay, Knossos ist da. Haben wir nicht Angriffspakt? Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Okay, das ich kann diesen Bedingungen zustimmen, in der Gewissheit, meinem Volk gedient zu haben. Ja, weiß nicht. Okay, minus 15. Hm.
Segne uns, Hermes, mit geschickten Zungen, damit wir durch Gespräche zu einer Einigung gelangen. Galatien. Ja, kann ich aber auch verstehen, weil der zu Rom mag mich jetzt. Salve. Wie beordert werde ich. Aber warum? Ja, okay, ich habe nur Glas. Und ehrliche Bedingungen gestellt. Doch sind es keine Bedingungen, die ich annehmen kann. Aber der mag mich doch. Alter, der mag ja nicht zurückkehren, nachdem ich ein solches Angebot angenommen habe. Im Namen meines Volkes muss ich ablehnen. Okay, dann. Nun, was ihr auch sagen müsst. Es gibt viele Orte in der Wüste. Ja, bla bla. In der Zeit fangen zwei Dinge an zu stinken. Okay. Wir werden Frieden haben, aber erst, wenn ihr Dummköpfe auf Fehlen aufgespießt seid. Ja. Das Problem ist halt auch, dass. Was macht der denn jetzt da? Willst du mir helfen? Ja, das Problem ist ja mit dem Kriegen, mit den Bekriegen. Wenn man Frieden will, dann hat man eigentlich fast keine Chance, das zu erreichen. Also es sei denn, die anderen, also die KI will Frieden. Aber um das zu erreichen, ist halt, naja. Ich weiß halt nicht, was hier ist, ne? Und Palmyra. Pikiniere. Ja, drei Pikiniere. Also Palmyra hat eine gute. Eine gute Garnison. Ja, okay, aber die sind halb tot, okay. Und gegen die da kann ich nichts machen. Die Frage ist, ob hier unten eine Armee ist, das weiß ich nicht. Aber das ist, hier muss Palmyra behalten. Okay. Ich hoffe, die da werden sich jetzt zurückziehen. Hier unten wird nichts angegriffen. Und die greifen ihn an. Oh. Oh. Okay, das überrascht mich jetzt. Ach du Scheiße. Nein. Okay. Das könnte es gewesen sein. Sag ich ganz ehrlich. Es sei denn, ich komme jetzt mit der Fullstack-Armee, mit der dritten. Alter. Gut. Wie soll ich das jetzt retten? Also hier eine Fullstack-Armee wird verbunden, mit der Fullstack-Armee unterstützt. Zum Glück habe ich noch den Elefanten bekommen. Die da wird jetzt hier angegriffen. Eieiei. Und hier ist noch eine Fullstack-Armee. Die da kapituliert in einer Runde. Lol. Die da in 9 Runden. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Probe. Ja, das war falsch. Entschuldigung. Du da. Segne uns, Hermes, mit geschickten Zungen. Warte, wie ging das nochmal? Oh Mann, wie ging das nochmal?
sagte, wähle eine Siedlung, Armee oder einen Agenten als Ziel für eure Verbündeten. Dies betont die strategische Wichtigkeit des Ziels, damit eure Streitkräfte wissen, dass sie nach Möglichkeiten Truppen zum Angriff senden sollten. Ja. Mit Pontos ist er ja nicht. Ich gebe euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugt. Ich bin beeindruckt. Ja, aber mit Pontos hat er ja noch keinen Krieg. Aber wenn er sich in die Nähe stellt, dann wird es schon reichen, glaube ich. Okay, hier unten. Alter. Ich muss erstmal was trinken. Okay, also. Gegen die da. Was hat er denn? Galaktische Legionäre, die sind gut. Die Schwerter sind, ja, die sind auch ganz gut. Das Krasse bei denen ist halt, sind halt die Wurfspeere. Was hat der? Hopliten. Bürgerwehr ist so nervig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fernkämpfer. Das ist egal. Ich habe viele Kavallerie da drin. Ja. Also die Armee ist jetzt auch nicht so wild. Die da ist da schon ein bisschen besser. Was habe ich denn hier? Okay. Sehr viele Pekiniere. Also, wenn der jetzt angreift, dann. Also, die da ist safe. Die oben nicht. Quitri wurde natürlich verbannt. Oder erobert. Aber Thea mit Adelsschwertkämpfern, Wiesenschwerträger. Ja, und Athene will jetzt natürlich auch Tyros. Okay. Sagen wir mal so. Also, wenn Pergamon hier hingeht und mich hier unterstützt. Die Frage ist, ob Pontos vor Pergamon zieht. Nee, eigentlich Pergamon ist vor Pontos. Sollte eigentlich sein. Ja, auf jeden Fall, wenn das passiert, dann sollte der eigentlich mit mir, also mich verteidigen. Also mit mir in die Schlacht gehen quasi. Es sei denn, er macht Gewaltmarsch. Das hoffe ich nicht, weil dann bin ich im Arsch. Dann ist auf jeden Fall die. Ja. Tarsus fällt dann so oder so. Da habe ich ja umsonst jetzt versucht, es zu retten. Okay, was mache ich mit der da? Weil die ist die einzige Armee, die ich noch bewegen kann. Entweder ich verteidige Tyros. Ich glaube, ich warte, bis die Tyros einnehmen und dann. Greife ich da an. Oder ich versuche Antiochia zu befreien. Also. Wie sieht's da gerade aus mit. Okay, 90. 90 von 160. Also die Garnison hier, die Pikniere. Junge, Junge, Junge. So, gegen die kann ich eigentlich auch nicht verteidigen, weil die so viele Fernkämpfer hat. Die da. Tyros. Schwache Pikiniere und sonst nichts. Was ist das eigentlich? Garnison, achso, ich habe ja noch vier Garnisonsdinger. General. Also mit den Garnisonsdingern könnte ich die
Flotte von ihnen vernichten, weil das ist nur ein General mit läppischen Boten. Genau. Geh hier hin, damit ich überall. Damit ich überall hingehen kann. Okay, ja, ich hab. Kein Geld. Okay. Der kann hier wahrscheinlich rein. Weil ich nicht zu ihm rein kann. Kann der da bestimmt zu mir rein. Hab ich eigentlich noch. Alter, ich habe gar keine Agenten mehr. Alter, so mau sah es noch nie aus. Okay, Orakel von Delphi. Was macht es? Wohlstand aus seinen Quellen und öffentliche Ordnung. Verschleiß. Natürlicher Tod. Das ist richtig, richtig schlimm. Boah. Das ist krass. Also bisher wurde ich nur. Och nö, wieso seid ihr so schlecht? Bisher wurde ich nur einmal besiegt. Als ich 3 oder 4 Bürgerkriege hintereinander, ja, nee, es waren 3 Bürgerkriege hintereinander mit Rom hatte. Und mein, das war das Geiste, mein Imperator, mein Kaiser, der hat sich dann auch gedacht, er gründet eine eigene Familie, obwohl er der Kaiser von einer Familie war. Oder also das Oberhaupt von einer großen Familie. Das war sehr lustig und sehr ärgerlich. Auf jeden Fall hatte mein Kaiser natürlich die Hauptarmee und ja, der hatte dann natürlich ein bisschen Probleme gemacht. Aber ja. War von meiner Familie das Oberhaupt und immer gründet eine eigene Familie. Auf jeden Fall, das war das einzige Mal, dass ich eine Kampagne verloren habe. Und es sieht gerade ganz, ganz ehrlich so aus, als würde ich das hier auch verlieren. Das sieht ganz danach aus, als würde ich das jetzt auch verlieren. Schnell auf die Piken. Ja, da brauche ich gar nicht aufzupassen. Sehr gut. Sehr gut. Ihr sollt sie nicht stupsen. Ihr sollt sie rammen. Sehr gut. Sehr gut. Und nochmal. Schnell. Ach komm. Ja, also. Ich dachte schon, Alter, jetzt kommt die letzte Einheit noch rein, ne? Ja, gut. Naja, ich habe ja nur 157 getötet, aber er hat 955 verloren. Ja nun, das Meer. Das Meer hat mir die Kills geklaut. So, aber Hauptsache, die sind weg. Jetzt kommt die nächste Armee. 1000...
200 Gold bekomme ich dafür, das ist gut. Die da werden mich jetzt überrennen. Soll ich da noch... Ja, komm. Das spiele ich auch schnell, auch wenn es sinnlos ist. Aber ja, versuchen. Also ich versuche so viel wie möglich zu vernichten bei ihm. So. Die Frage ist jetzt, wie ich das mache. Wohin gehe ich? An sich würde ich gerne auch wieder hier hingehen, aber er hat sich so breit aufgebaut, dass er sehr safe hier hingeht. Wenn er nur hier hingehen würde, alles okay. Aber ich traue den nicht ganz so. Wenn ich mich hier ganz breit aufstellen würde, das ist auch zu riskant. Die Straßen hier sind einfach viel zu groß, viel zu breit. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und wenn ich mich hier hinstelle, dann können die Steinschleuderer nicht angreifen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, die können nur hier hin. Eure Befehle, mein Herr! Nahkampf Infanterie! Steinschleuderer! Nahkampf Infanterie bereit! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! General! Bereit! So. Das gefällt mir alles nicht. Aber ich glaube, so könnte es gehen. Ja, hier ist es ein bisschen buggy, aber egal. Gut. Okay, also hier habe ich ja noch ein paar Hügelmänner. Das sollte eigentlich ausreichen, hier zu unterstützen. Okay. Die jetzt auch mal breit auf. Solange meine Verstärkung nicht da ist. Okay, das sieht ganz nice aus. Unser General wird angegriffen. Ich lasse das mal. So, jetzt bitte aufhören. Ach, ernsthaft. Die Männer wanken. So.
Ja, das ist natürlich jetzt Kacke. Ich greife jetzt einfach an. Das ist ein schändlicher Anblick. Weil mit den ganzen Fernkämpfern da, das bringt gar nichts. Der hat sich ja schon gut aufgestellt. Naja. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. War einfach, ja, hatte einfach zu wenig. Gut, ja, ein paar habe ich gekickt, also zum Glück ein paar von den Fernkämpfern, aber die hole ich mir dann nächste Runde mit der Fullstack-Armee, die da, also die da, wenn die da hinten nichts machen. Okay. Das, ja. Ach, ernsthaft. Ach du. Jetzt kommen natürlich die blöden Agenten. Ja, genau. Ein feindlicher Würdenträger hat eine Einheit eurer Armee bestochen, woraufhin sie sich aufgelöst hat. Ist ja auch nicht so, dass, euer Verbündeter bereitet sich auf den Angriff vor. Ist ja auch nicht so, als würde ich gerade jeden einzelnen brauchen. Aber ganz ehrlich, wieso bereitest du dich auf den Angriff vor und gehst weg? Ach, das ist doch... Was hast du noch? Ja, die Garnison ist für einen Anus. Okay. Also hier wird auch geplündert. Was hast du noch? Okay. Ja, nee. Also bis dahin komme ich nicht. Also ja, die Armee ist jetzt weg, ne? Schade. Schade, Schokolade. Die da ist, die können nicht eingenommen werden. Jetzt kommt da noch eine Vollstärke. Also, ach komm. Ah, also wenn ich da jetzt rauskomme. Okay, wir hatten schon mal so eine Situation, also noch nicht so krass. Aber wir hatten schon mal eine sehr, sehr heftige Situation und da sind wir auch irgendwie rausgekommen. Ja, also Pergamon, das war vielleicht sogar mein Untergang. Das war vielleicht mein Untergang. Auch wenn du, verbindet, auch wenn du jetzt das bestätigt hast, aber das war womöglich wirklich mein Untergang. Aber was ist hier los? Okay. Entweder ich hole mir jetzt Nabatea zurück. Ist wahrscheinlich, also es ist auf vieler Weise sinnvoll, weil so, also wenn hier keine Fullstack-Armee drin wäre, dann würde ich es wahrscheinlich nicht tun, sondern so schnell wie möglich nach Antiochia und Tarsus gehen. Aber hier ist eine Fullstack-Armee, die dann nächste Runde gleich nach Palmyra auch gehen kann oder hier hoch. Also ich muss die aus dem Weg hauen.
Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar Runden mehr durchhalten. Und vielleicht nicht nur durchhalten, sondern wirklich auch bisschen, ja, bisschen exportieren. Also rausgehen können aus unserem Kapuff. So, naja, habt einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, Mittag, was weiß ich. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.